Hallo Freunde und willkommen zurück zu The Witcher 2, wo wir in der letzten Folge eine Bekannte uns erst mit dem König von Redanien, also Radovid, unterhalten haben und danach eine Bekannte von Roach eskortiert haben, die uns ein bisschen Informationen über den Überfall auf die Karawane der beiden Königskinder geben konnte. Ach, Gargoyles. Entschuldigung, hab ich vergessen. Ja, ich komme. Ja, die Gargoyles haben eine Art Feueraura. Ihr habt es gesehen, wir haben am Anfang Schaden gekriegt, obwohl die uns nicht getroffen haben oder so. Ist halt, ich glaube, es ist sogar der Boden, den ihr einfach anzünden. Aber gut. So, weg mit euch. Der Golem dürfte nicht respawned sein. Und ja, ich bin extra hier. Jetzt vergessen die platzen. Ja, Mann. Weil ich habe schon nach der letzten Folge mir mal eine Liste gemacht. Too much weight, echt jetzt. Echt jetzt? Wie viel müssen wir denn rausschmeißen? Ganz ehrlich, 50 bis 70. So. Und zwar habe ich eine Liste. Das Problem ist, es gibt drei Orte. Hier sind wir rechts von dem rechts vom Haupteingang. Und für jeden Raum, wo es so ein Rätsel gibt, gibt es zwei Möglichkeiten, die treffen können. So. Gehen wir mal kurz durch. Erst wäre rechte Wand. Dann der rechte Boden. Dann die linke Wand. Und dann der linke Boden. Das wäre eine von beiden Möglichkeiten. So. Okay, das war's demnach nicht. Gut, dann die zweite Möglichkeit. Linke Wand, linker Boden. Rechte Wand, rechter Boden und rechte Wand. So, das sollte jetzt aber dann funktionieren. Ja. Wunderschön. Ein bisschen Geld und ein paar Orens. Die anderen beiden Punkte werden wir noch im Laufe einer Quest. Ach, warum habe ich die Dagger jetzt schon aufgehoben? Im Laufe einer Quest ja, bekommen, die halt an den Anschlagbrettern sitzt. Deshalb machen wir uns da als erstes auf den Weg hin. Ich könnte noch mal Würfel spielen, aber ich bezweifle, dass wir da mehr Glück haben als beim letzten Mal. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich wieder von Harpyen angegriffen. Oder? Natürlich. Oder habt ihr... Shit, you stink. Lass mich mal durch. Dankeschön. So, hier haben wir das Nilfgaarder Lager, von dem wir den Schlüssel nicht haben, aber Cade Mill. Wer da ist. Ich möchte mit Ihmchen hier reden. Cade Mill. Hallo. Ich möchte mit ihm hier reden. Nur scheinbar will er nicht mit uns reden. You are to guard the camp like it's the Emperor's treasure. Yes, Your Excellency. Let so much as a flea slip through, and you shall pay with your heads. Jetzt mit der. Aha. Look who's here. The Rivian Witcher. Greetings. Our paths cross often, it seems. Too often. What do you seek here? Triss Merigold. In the Nilfgaardian camp? Fistek has addled your brain. Lower your sword, son. You've got cheek, Geralt. Let's go. Ja,
One false move and your ambassador will never see Nilfgaard's son again. My men won't let you leave here alive. They will if you ask them to, Excellency, and I believe you will. Reynold Epmadsen's orders come from the Emperor himself. He'd rather die than give you Marigold. Then he'll die. No. Yep, das ist auch meine Idee davon. Out of the way, all of you, or the old man dies. Hold there! I'm not joking. I know. And I advise you not to hesitate. Kill him. For we shan't move one bit. Renwald! He who brings me the Witcher's head will get the Order of Merit. But Ambassador Fitz Estelin. Your Excellency. Orders from the capital. Lol. Okay. Now I'll have to kill you all. What are you waiting for? Get him! Ach, Leute, es geht doch nicht gut. Long live the Emperor! Mal die Freien der Nilfgaarder. Würde ich sagen. Da kann ich einfach umgerannt. Ich will die einfach dann so verstehen. Ja, schlachte mich halt mal ab. Ist okay. Kann ich mitleben. Unser Igni hat echt keine gute Reichweite. So. Friss Feuer und Stahl. Sonst noch jemand? Nein. Gut. Key required. Na toll, müssen wir den Schlüssel suchen. Ja, das war zu erwarten, was das jetzt passiert. Ja, ist jetzt mal alles mit. Oh. Der zweite Brief des Emperors. Ne, demnächst mal zum Dingens müssen. Das ist der Vorteil, wenn man. Man kann das hier ein bisschen austricksen. Nämlich, wenn man in den Kampf verwickelt wird, bewegt man sich trotz Gewicht ganz normal. Ich werde aber gleich einfach irgendwie mal ein, zwei Sachen rausschmeißen, weil mir das dann doch auf den Sack geht. Aber zwei, drei schwere Klamotten. King Hensel's Sword. Das ist schlechter und es wiegt 10 Kilo. Es gibt gerade mal 16 Gold. Ein Silberschwert. Das macht mehr Schaden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, die Zusatzeffekte auf dem anderen finde ich wesentlich geiler. Aber das verkaufen wir. Das Hellcrags Armor. Das können wir mal weg. Das nehmen wir auch gleich. Draugtrophäe. Ich will mir immer noch ein vernünftiges Sortiersystem hier drin wünschen. Ja, schmeißen wir mal ein bisschen Eisenerz weg. Aber wenn wir 21 wegschmeißen, dann haben wir noch 25, das sollte ja reichen. So, die Frage ist, wo ist der Schlüssel? The gate's closed. There must be another way in. Okay. Ach nee, stimmt, wir mussten einfach oben rum. I remember. Einfach oben lang. Ja, und wer schießt hier schon wieder? Hi Jungs. For the Emperor! Was? Emperor? Oh. Komm, Geralt, spring da runter. Dankeschön. Long live the Emperor! Wie noch nicht mal es mir einfach dazu kommen, zuzuschlagen, ey. Das muss schon bitter sein, so für trainierte Soldaten. Ah, ich erinnere mich an diese Stelle.
Kuckuck. Did you really think you could just prance in here? Make the Emperor proud. Kill him! Könnt's ja mal versuchen. Guten Tag, meine Freunde. Tut mir leid, aber... Befreien wir mal die Welt von ein paar mehr falschen Soldaten. The Imperial Army's ranks are endless! Onilka! Ja, aber die sind nicht alle hier. Stehst du dein Problem? Na komm. Das Schöne ist, wir kriegen hier für jeden Kill von mehr Kampf. Das wir ein stures Biest. Stur auf jeden Fall. Biest. Nur mit dem Schwert. Nur weil ihr es drauf angelegt habt. Die Typen hätten jetzt mittlerweile ein bisschen mehr aus. So. Das ist auf dem Sack. So. Sonst noch jemand? Congratulations, Witcher. They were my best men. Yep. Free Triss or join them. You amaze me. How can you risk your life for a witch? There are things you and your kind will never comprehend. And what are those? Friendship. Tell me, is the friendship of traitors and conspirators worth it? What are you talking about? Your friend and the other witches conspired against your rulers. How do you know that? From the best possible source. She confessed. And how did you convince her to do that? By showing her the confessions of other lodge members. I don't believe you. That's irrelevant at this point. During our chat, my people managed to regroup, call for reinforcements. Maybe now they'll start fighting like men. Time to show you the Empire's true power. Das will ich sehen. Surround him! For Nilfgaard! Long live the Emperor! Wo sind die überhaupt? Geralt. Immer erst auf die Stoffis, Geralt. Komm mit Mage am Arsch. You bring shame to the Empire. Shieldbearers, forward! Als ob die auch nur in hochener Chance haben. Ich will nicht ins Geralt. Feuer könnte wehtun. Wir haben ein bisschen Schaden gekriegt. Na, dich bewahren wir mal den Schuss auf. Jetzt stirbt er mit seinem Glück. So. Na komm. Jetzt stirbst du. Emperor, I failed you. Yep, das hast du gut erkannt. So. Wir haben eine Rüstung bekommen, das ist aber nett. Noch ein Brief von Fitz Österlin. Zu viel Gewicht, bla bla. Guck mal eben mal kurz, was kann die... Das ist aber nur rare. Gibt aber scheiße viel Geld. So, ich würde sagen, die beiden schmeißen wir mal weg. Das auch. Und schmeißen wir mal drei davon weg. So, haben wir wieder ein bisschen mehr Geld. Ein bisschen mehr Freiraum. So, wir lesen jetzt erstmal die Briefe. Und zwar fangen wir mit dem zweiten Brief an.
An seine königliche Majestät, nachdem ich Volltest besucht habe, möge er in Frieden ruhen. Ich bin nun wie geplant der Guest of Henselt, dem ich euer Angebot präsentiere. Catherine ist eine, ja, quarrelsome, übersetzt man es am besten, problembehaftete Nation mit einem einem merkwürdigen König. Ach Gott, mein Englisch. Und einer wilden Adelin, Adelshaus, wie auch immer. Verbindungen und Sympathien wechseln mit der Zeit immer wieder. Sie zu manipulieren erfordert keinen wirklichen Skill, beziehungsweise keine wirklichen Fähigkeiten. Renault App Metzen hat ebenfalls Stationen im barbarischen Norden bezogen. Bei dieser Gelegenheit möchte ich meine Zweifel daran kundtun, ob es nötig war, ihn zu senden. Eure Majestät weiß, dass ich dem Mann nicht traste und vermute, dass er etwas von mir verbirgt. So, das war der zweite, dann der dritte. Wie Eure Majestät vorhergesehen hat, meine Verhandlungen mit Henselt waren Uphill Battle, so ein Kampf von einer schlechten Position aus. Er hat die Vorschläge, er hat eure Vorschläge, abgewiesen. Des Weiteren vermute ich, beziehungsweise glaube ich, dass die sogenannte Lodge Cease to serve your aims. Aufhören wird, euren Zielen zu folgen bzw. zu dienen. Momentan sind die starken Zauberinnen mitigated. Keine Ahnung. Na, auf jeden Fall, laut der Opinion von dem Ambassador, also dem Botschafter, wissen wir, also Geralt, schon viel zu viel und müssen schnellstmöglich eliminiert werden. Sollte die Versammlung in Lokmuin zu einem Ergebnis kommen, werde ich eure kaiserliche Majestät sofort von den Ergebnissen und den Umständen des Todes des Hexers informieren. Hat ja gut geklappt. Der Imperator hat also Renault geschrieben, dass Fitz Österlen, also der Botschafter, versagt hat. Und und er sollte halt eliminiert werden. Okay, so, dann müssen wir wohl mal versuchen, Triss zu befreien. Dafür gehen wir mal hier in den Kerker. Denn da hängt sie. Hallöchen. Geralt? Didn't expect to see me. Are you kidding? The only person you expect to see in a Nilfgaardian dungeon is the executioner. Did they torture you? They tried various things, but they got nothing from me. When I left Flotsam with Vernon, I somehow doubted I'd find you so soon. I know it was hard on you. I'll never forget this, you hear? Never.
Ich konnte dich halt nicht zurücklassen. I'd slaughter half the Nilfgaardian army for a friend. I know you're a member of the Lodge, Triss. How do you know of the Lodge? Does it matter? I also know the Lodge was behind Demavend's assassination. Geralt, I trust you. True. I'm a member of the Lodge. Just like 8 other sorceresses. But if you think I'm responsible for the Lodge's actions, you're badly mistaken. The Lodge is a theater for 2 actresses. Sheila and Philippa have long dominated it. To the point where you didn't know about the murder they planned? To the point where I was no longer invited to gatherings. Why? They stopped trusting me. Because you didn't agree with them? 9 women very rarely agree on anything. The actual problem was that... Tell me. I was close to you. If Sheila fears anyone, it's Geralt of Rivia. The Lodge did everything to convince me that our relationship didn't bother them, even that it suited them. But they manipulated me. Through me, they fed you select information. Depending on the circumstances, they twisted facts. We're still close. They could still be doing it. Don't insult me. Ach, komm. Calm down, Triss. Renald Epp Mattson claimed otherwise, but I'll always take your word over that of some Nilfgaardian lowlifes. Now, you'll tell me everything you know. I need to learn the truth. All existing councils of mages disintegrated after the Thanet massacre. We all acted separately. Philippa decided to create a new organization, a secret one this time. When I was sworn in, it never crossed my mind that the Lodge's plans would soon become secret to its members. As you know, Philippa's not one for minor undertakings. She presented a plan for creating a powerful state controlled by sorceresses. Kein Wunder, dass die Könige da keine Lust drauf haben. No wonder the kings are opposing the sorceresses. Nobody likes a schemer. Philippa and Sheila never lacked ideas or enthusiasm. To control a powerful state, they needed to create one first. Or find a wealthy land with a suitable political arrangement and an easily manipulated ruler. Sheila chose the Pontar Valley, Demavend, and Stennis. Na, so gesehen, ne? Wir haben ja schon gesagt, wer das Pontar Valley kontrolliert, kontrolliert den Norden. I'd choose the same if I were her. Demavend didn't have a network of spies anywhere near as good as Henselt's or Radovid's. Nor could he count on the loyalty of such men as our dear Vernon Roach. At one of our meetings, I just asked how they imagined overthrowing Demavend. That was the last time I was invited. After Demavend's death, I became suspicious but had no evidence. Philippa brushed me off. When you went off to meet Yorveth and Sheila was busy with the Cairn's carcass, I managed to scan parts of her megascope. That's when I learned that Sheila had dealings with Letho. Tja, doof gelaufen. If only I'd learned that, everything could have been different. Letho must have shadowed me when I entered Sheila's room. Then he forced me to teleport us to somewhere near Vergen. Did you talk to him? He wasn't aggressive. In Vergen, he told me that Sheila commissioned them to assassinate Demavend. Them being the witchers of the School of the Viper. Sheila helped them prepare the assassination. I wonder why he told you about it. Is that important? Conspirators who suddenly divulge everything? I'd be suspicious. There was some interference as we teleported to Edirne. I emerged intact, but pretty battered. I knew Philippa was in the area. I decided to go see her and lay my cards on the table. Maybe Letho wanted just that. I met a woman at Philippa's house. Thought she was just a servant or Philippa's lover. Before I could speak, I was overpowered by spells. I hardly expected an attack. The pain I felt as my body was compressed. It's indescribable. As if all my bones were being broken. It's even worse when you return to your true form. In any case, Philippa had no idea her lover was a Nilfgaardian spy. I was carried as that figurine all the way to Loch Muin. Asira decompressed me back just before they murdered her. Shillard interrogated me, but learned nothing. If it wasn't for you, they'd have had me quartered. I didn't piece the puzzle together until I was here, in the dungeon. Now you know everything. Who had Foltest assassinated? I have no idea.
Perhaps after Demavan's successful assassination, Sheila and Philippa decided to take the next step. That would be stupid. Killing Demavan was a way to take control of the Pontar Valley. People would forget the regicide in a year, and the Lodge could put its plan in motion. They had to know that if Foltest died, men like Roach wouldn't rest until they learned why that had happened. One thing is certain. Letho killed Foltest, and Sheila was working with Letho. Das wissen wir. Ever find out what Sheila was actually doing in Flotsam? I find it hard to believe she went there just to kill a monster and earn a few orans. You're right, of course. It had something to do with Letho and the Scoia'tael. What did she want from Yorvith? The Scoia'tael were Saskia's trump card. I expect Sheila needed to know what the elves would do, given that a war with Henselt was practically inevitable. Did Saskia know the Lodge's plans? She didn't even know the Lodge existed. Philippa told her that the sorceresses would support an independent state in the Pontar Valley, no strings attached. A fairy tale, but Saskia bought it. Saskia backed Philippa, and the people backed Saskia. Immer diese naiven Menschen. Na gut, aber bevor wir hier rausgehen, machen wir für heute Schluss. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder, wenn wir Triss hier aus diesem Dungeon endlich rausbringen. Bis dahin, ciao, Freunde.